Delitzsch, das im Alter auch noch gefeiert werden kann, wurde am vergangenen Samstag zum Tag der Senioren auf dem Gelände des Begegnungszentrums der Volkssolidarität in Delitzsch bewiesen. Herr Öffner zwortete die Veranstaltung durch den Oberbürgermeister Manfred Wilde gemeinsam mit der Rosenkönigin Franziska Huth und der Türmerstochter Charlotte Wernicke, die mit den Schwedensignalen musikalisch die Feier einleitete. Mehr wie sauber geblasen. Wunderschön. Bußworte kamen auch vom Vorstandsvorsitzenden des Volkssolidaritätskreisverbandes Nordsachsen, Herrn Jens Fries. Also Manfred, du hast vollkommen recht, ich höre dich wieder auf. Ich sage mal, was ich toll finde, wenn wir mal so umgehen, wie viele Vereine es an sich in Delitzsch gibt. Ich weiß nicht, wie viele gibt es insgesamt? 130 Vereine hat die Stadt Delitzsch. Das ist bei 25.000 Einwohnern Wahnsinn. Schon etwas nicht Alltägliches. Ja, also ich muss sagen, das finde ich herausragend. Weil das sind alles Leute, die ehrenamtlich was machen, die vielleicht kostenfrei irgendwelche Sachen machen, die Zeit investieren, die ehrenamtlich ihre Zeit dort einbringen. Und das finde ich an sich eine große herausragende Geschichte. Ich freue mich, dass wir hier alle Gäste wieder haben, die an sich in den letzten Jahren auch hier waren. Arbeiterwohlfahrt, dort hinten im Behindertenzentrum. Ich sage mal eins, was ich uns allen heute wünsche, ist, das wird auch noch besser werden, das Wetter. Das stimmt. Hat er aber schön gesagt. Wir bedanken uns mit einem Riesenapplaus bei Herrn Fries an dieser Stelle. Wir sind ja im Zeitdruck. Wir sind im Zeitdruck. Der Moderator für die 8-Stunden-Tag der Senioren, Dirk Wolfgang Kunze, besser bekannt als Stimmungskunze. Manfred Wilde war als Schirmherr auch mit der Vorbereitung und der Koordination des Tages beschäftigt. Es ist wichtig, einmal im Jahr einen zentralen Termin zu haben, an dem die Senioren kommen und auch Anknüpfungspunkte setzen können. Für uns als Verwaltung ist es auch eine gute Möglichkeit, Hinweise und Kritik von den Senioren entgegenzunehmen, so der Oberbürgermeister. Sparen Sie auch nicht mit Kritik. Einiges können wir mitnehmen und auch vertragen und auch mit vielleicht in der Zukunft bewegen. Wir brauchen Sie mit Ihrem Engagement, mit Ihrem Einbringen. Sie sind ganz, ganz wichtige Leute, wichtiger Teil der Bürgerschaft der Stadt Delitzsch. Und insofern wünsche ich Ihnen, wünsche uns einen erfolgreichen Verlauf des Tages der Senioren. Unter dem Motto Älter werden heißt auch besser werden, stellten sich zu diesem Anlass 22 Vereine der Region vor und boten Beratung an. Das Behindertenzentrum Delitzsch mit seinen Bewohnern sorgte zum Fest mit einem tollen Stand für viel Freude, für ein tolles Ambiente mit echten Tieren, selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und einer Tombola, wo man keine Nieten findet, für ein echtes Anziehungsmagnet zum Tag der Senioren. Aber wir erfahren jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Was gibt es hier, was kostet es und erzähl mir, wer hier gewinnt. Also gewinnt tut jeder. Das Los kostet 2 Euro und wir haben ganz, ganz tolle Preise. Genau. Also es gibt ganz tolle Sachen und was wir wissen wollen, ist natürlich, für was nehmt ihr das denn, das Eurochen? Tja, das ist für uns, guten Zweck, Behindertenzentrum Delitzsch. Sehr schön, das ist richtig, danke. Mach weiter, verkauf. Ihr habt ja voll zu tun. Wir zeigen euch nochmal, was es hier für ist. Das ist eigene Handarbeit von den Heimbewohnern aus dem katholischen Caritasverband. Ne? Weil das was Schönes ist, was wir so haben, alles. Ja, genau. Ja, wir bieten ja an, vor allen Dingen Schwerbehinderte, Barrierefreiheit, alles. Und für die viele Sachen, was so Rente ist, VDK bringt alles.
Das ist Frühlingsliebe und das weiß es, Hans. Das weiß es, Hans. Heute Kaber Christus, der Sozialverband Deutschlands. Genau. Wir haben hier am Ortsverband Delitzsch ca. 220 Mitglieder. Wir schauten uns an einem Stand etwas näher um. Hier waren wir bei einem Hobbyimker aus Delitzsch, der die Produkte seiner Bienen mitbrachte. Erstaunt war man, was aus Bienenhonig und Bienenwachs alles so hergestellt werden kann. Nicht nur Kerzen oder Honig, nein, sogar ein gut schmeckender Bienenschnaps war im Angebot. Jetzt sind das selbstverständlich Delitzsch, die gute und die schöne Stadt Delitzsch. Ja, genau so ist es. Aber wo hast du denn deine Bienen stehen? Ich habe sie im Wald und daheim auf dem Grundstück. Auf dem Grundstück? Für die Zucht habe ich also Völker auf dem Grundstück wegen König. Wie viele Bienenstiche hast du dieses Jahr schon wegbekommen? Oh, vielleicht 10. 10? Na, das geht ja eigentlich noch. Wie viele Bienen sind es? Ich. Ja, wie viele Bienen du hast? Ich habe jetzt... Was hat so ein Volk für wie viele? Wie viele sind denn da fleißig am Arbeiten? Jetzt sagen wir mal zwischen 40.000 und 50.000 Bienen. Ja. Und so 10 Völker habe ich. Also was dürfen denn die Gäste bei dir mitnehmen heute? Alles, ich habe sehr gute... Untermalt wurde der Tag der Senioren durch ein buntes Programm für Jung und Alt. Neben Tanzanlagen der Sitas und Kurauftritten wurden auch Schuhanlagen der Akrobatikgruppe aus Mörtitz, den Leinedänzern und der Tanzgruppe der Volkssolidarität geboten. Die Puppenbühne Gayaya präsentierte Skizze von Loriot. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv? Ich bringe sie um. Und morgen bringe ich sie um. Dass er gar nicht schreiben kann. Und dann kriegst du auch noch mit, dass sie gar nicht lesen kann. Du lieber Himmel. Aber irgendwie wird es gehen. Es wird gehen. So, Ilsebill, bitte die Noten 93. Der Chor der Volkssolidarität stellte sich vor. Das war die schöne Ilsebill. Da große Schmerzen, es zipperte und zupperte in ihren armen Herzen. Voll Unruhe die Gänselein, so weide sie getrieben. Ihr böser Hans, ihr lieber Hans, er hat noch nicht geschrieben. Der Schulze-Delitzsch-Frauenchor brachte Ausschnitte vom demnächst vorstehenden Konzert. Er spielt der Hirte auf seiner Schalmei. Tra la 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 la. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte auf seiner an diesem Tag das Programm der Sachsenbühne. Mit Schlagern, Panflöte und einem Auftritt eines Wendler-Doubles sorgte man für reichlich Höhepunkte. Jacques Dutramont mit seiner Panflöte sorgte für einen Ohrenschmaus. Birgit Fildebrandt, das Orakel von Delitzsch.
sagte nicht nur einige Wahlergebnisse voraus, sondern bot ihre Dienste auch den einen oder anderen Gast an, die zufrieden und erstaunt waren, was man mit Karten alles voraussagen kann. Mit Stimmungsliedern und Schlagern sorgte Stimmungskunze zwischendurch für Erheiterung und für ein mitmachendes Publikum. Dem Publikum hat dies sichtlich gefallen. Ein bisschen erstaunt war man schon, dass bereits vor 17 Uhr der Verkauf von Getränken und Essen eingestellt worden ist, obwohl das Programm ja noch bis 18 Uhr angekündigt war. Auch fehlte eine Überdachung der Bühne zum Beispiel. Nur gut, dass das Wetter durchhielt. Der Tag der Senioren, eine tolle Idee. Sind wir gespannt, wo der Tag der Senioren 2015 stattfindet, ob in der alten Location oder mal was ganz Neues in Delitzsch ausprobiert wird.